zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Peter Wurm. Ja, danke, Frau Präsidentin, werte Staatssekretärin, Hohes Haus. Ja, vielleicht noch kurz zum ersten Tagesordnungspunkt, weil die Frau Kollegin Pfurtscheller von der ÖVP da eine Entschuldigung wollte von uns. Darf das schon noch einmal darauf hinweisen, das hat sie, glaube ich, nicht ganz verstanden. Vielleicht waren wir akustisch nicht deutlich genug. Wir waren nie gegen das Arbeiten der Ukrainerinnen in Österreich. Das haben wir ja mit ermöglicht, mit erlaubt. Und die können in Österreich auch arbeiten. Frau Pfurtscheller, das sollten Sie vielleicht noch mal genau lesen. Und wir wollen es auch nicht verhindern, dass die arbeiten. Aber das, was Sie mit der Rot-Weiß-Rot-Card jetzt im Tagesordnungspunkt 1 beschlossen haben, das lehnen wir ab. Nur kurz zur Erklärung. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, auch wieder AMS, Arbeitslosigkeit. Auch da, Kollege Loacker, nicht ganz durchgängig, weil eben, du hast ja dann auch gesagt, es gibt ja jetzt schon eine digitale Welt beim AMS, also das mit den Steinen und so weiter, das ist ein schlechter Vergleich, weil auch jetzt kann man mit dem AMS schon über E-Mail und sonstigen Dingen kommunizieren. Aber das, was jetzt kommt, ist halt in diesem Bereich der nächste Schritt, die Menschen zu digitalisieren, hineinzuzwingen in das System. Und das lehnen wir eben ab. Wir haben es beim Bargeld, wir haben es bei vielen anderen Dingen. Das ist nicht notwendig. Und Sie gehen da einen Weg, wo am Ende des Tages, ähnlich wie bei den Bankfilialen, dann der Zugang zum AMS nicht mehr möglich sein wird, sondern wo jeder nur mehr digital kommunizieren darf. Die Frage stellt sich nur am Rande, was die AMS-Mitarbeiter dann eigentlich machen sollen, wenn es keine persönliche Betreuung mehr gibt. Weil dann kann ich ja überhaupt nur mehr online suchen, dann kann ich das AMS eigentlich auflösen. Ist das die Idee der Grünen? Wollen die Grünen das? Ich meine, die ÖVP will das möglicherweise, weiß ich nicht. Aber ob die Grünen das auch wollen, weiß ich nicht. Ist das so der erste Schritt zur Auflösung des AMS, so mehr oder weniger? Ja, weiß ich nicht. Okay. Noch einmal, wir halten das für den komplett falschen Weg. Wir sind für ein analoges Leben, vor allem auch in diesem Bereich. Das ist eh unzählige Male jetzt schon erklärt worden. Und ich sage es noch einmal, vor allem aufgrund der Ausgangslage. Wir haben eine stark steigende Arbeitslosigkeit. Wir haben eine sich ankündige Wirtschaftskrise. Und das, was Sie heute vorschlagen, ist keine Erweiterung des Service, wie Sie es immer bezeichnen, sondern eigentlich der nächste Schritt, aus Menschen nur mehr Nummern zu machen. Und das wollen wir als Freiheitliche nicht. Danke.